Runde 2 Point Hospital. Wir machen wieder den Kranken. Machen wir mal den Krankenhaus-Killer-Schnüpfen-Stream. Das dritte Krankenhaus. Das organisieren wir jetzt mal ein bisschen. Wo bin eigentlich meine Uhr? Bevor ich beginne, suche ich erstmal meine Uhr. Ah, da ist sie. So, spät in der Nacht. Okay, so, fangen wir mal. Schnell arbeiten. Also, erhöhte Zufriedenheit. Den stellen wir mal ein. Hier hin. Einstellen. Fangen wir mal mit ganz einfach. Dinge. Zum Beispiel der Apotheke. Schrank. Mülleimer. Aber das kostet ja nicht. Ich weiß, ein Krankenpfleger, dachte ich. Das ist die Diagnose komplett. Fühlen Sie sich auch manchmal beobachtet? Ausmaß da. Ein Geisterjagd.
Spiel das jetzt im Bach runter. Ihr hört Harrison Wolf. Auf Radio Two Point. Sehe das nur ich so oder werden die spitzen Berge immer weniger spitz? Wir sollten etwas Geld sammeln, um sie wieder anzuspitzen. Wer will schon im Schatten der stumpfen Berge wohnen? Scheiße, Privatsphäre. Was gibt's in dem Krankenhaus nicht? Einstellen, da brauche ich ja noch ein neues Krankenhaus. Was brauche ich da? Einen Assistenten und Krankenhaus? An alle mittellosen Patienten, Sie sind hiermit entlassen. Ah ja. Als erstes auch ein Behandlungszimmer. Johann. Dahin zu Top. Können wir es ja noch weiter. Beachten Sie mich gar nicht. Ich spreche nur gerne in ein Mikrofon. Ja, mal einstellen. Assistent. Krankenpfleger. Meine Therapeutin will immer noch, dass ich mir ein Hobby suche. Also habe ich es mit Schnitzen versucht. Habt ihr euch je mit einem kleinen Messer an ein Stück Holz gesetzt? Es ist wirklich sehr befriedigend. Aber wie viele Holzpfähle kann ein Mensch brauchen? Die Suche geht weiter. Auch mal reichen. So. So. Scheiße, was brauchen wir noch? Thank you.
anwenden. Ja. Das Wichtigste habe ich vergessen. Scheiß drauf. Schön für die Weiterbildung. Lass mal kurz belöfen. Ja, hoffen wir, dass wir hier was kriegen. Ah! Wir brauchen noch eine Klapse. Wie ich das gerade so sehe. Thank you.
Mal die Klappe bauen wir hier. Da die Tür rein. Das ist. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Einstellen. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. So, bitte so. So, jetzt gucken wir mal. Mir tut das Krankenhaus leid, dass diesen Morgen ein Besuch des Gesundheitsministers Tarquin Foxbridge erhalten hat. Der hat sicher bereits das Niesen unter schwere Strafe gestellt und eine neue Steuer auf Ellenbogen erhoben. Leute, denkt daran, wir müssen diese Unterdrücker aus ihren Ämtern wählen. Weiterbild. Ach, in der Tropferei. Ich sehe es doch. Zimmer. Achso, wie viel Hausmeister haben wir denn eigentlich? Leisten wir uns mal nicht mehr. Patienten werden gebeten, bedenkenlos ihre Kreditkarten zu zücken. Diese
Diese Werbeeinblendung wurde aufgrund einer Meinungsverschiedenheit zwischen Radio 2Point und dem Produzenten von Jumbo Nuts entfernt. Oh, warte. Der Name Jumbo Nuts sollte gar nicht erwähnt werden. Können wir es nochmal aufnehmen? Okay, super. Mehr 2Point. Immer wieder. Das ist Radio 2Point. Was brauchst du noch? Ich brauch da noch so ein Scheißding. Ein Arzt zur Topferei, bitte. Wiss, ich hab doch gerade einen reingeschmissen. Trotzdem, mein Entscheid ist ja. Jetzt hier den Bach runtergeht. Ach, läuft. Gut. Erstmal warten, bis die Hunks hier fertig sind, damit wir die Clowns bearbeiten können. Therapie benötigt, das ist schon klar. Wer sich zu viel Gedanken über sein Gehalt macht, verschwendet wertvolle Arbeitszeit. Ah ja, und hier brauchen wir noch Assi. Was war das? Ja, Zirkustherapie. Irgendwie springt das. Unsere Marketingdirektorin Stephanie ist für einen Lehrgang zum Hanf-Naturzirkel gefahren, aber anscheinend war das nur eine Baumschule. Viel gebracht hat es also nicht, aber sie kam mit einem hübschen Bubikopf zurück und ein paar Pflanzen hat sie auch gekauft. So. Und die Scheiße mal belöfen lassen. Mal irgendwie spät. Wichtige Durchsage. Bitte vergleichen Sie unsere Behandlungspreise nicht im Internet. Ja, wunderbar. Man mag die Peter. Das lassen wir uns trotzdem mal lösen.
Anforderungen. Ach, scheiße. Jetzt weiterbilden. Was hat... Zufriedenheit, ja. Frauen können. Station ausbauen, wenn es so weitergeht. Die jährliche Prüfung steht bevor. Schauen wir einfach mal. Finanzen sind toll, die gehen gerade um die Ecke. Hausmeister, da unterrichtet gerade. Das ist scheiße. Geister. Bis.
Wenn du Mode brauche ich hier zu suchen. Der Topferei-Idiot hier zu suchen. Das dann erstmal upgraden. Ganz blöd hin. Ich glaube, ich brauche noch eine Arztpraxis. Es muss seltsam für euch sein, alle paar Minuten diese Stimme aus dem Nichts zu hören. Aber keine Sorge. Ich bin nicht in eurem Kopf. Ich bin in eurem Radiogerät. Dort lebt auch die Musik. Musik wie diese hier. Können wir mal noch zu der Ärzte ein. Praxis. Der Gesundheitsinspektor ist unterwegs. Bitte sehen Sie gesund aus. Ja, ich brauche noch eine Psychiatrie. Schade, funktioniert nicht. Ja, ich möchte zerbrechen. Stück, ja, ich kauf's. So.
Das ist Nigel Bickleberth. Auf Radio Two Point. Sorgen Sie sich nicht mehr, meine treuen Hörerinnen und Hörer. Ihr Lieblingsmoderator Sir Nigel Bickleberth ist wieder auf Sendung. So sehr ich diesen der Hölle entsprungenen Arbeitsplatz auch verlassen möchte, ich kann Ihnen meinen Witz und meine Weisheit nicht vorenthalten. Ich nehme meine Verantwortung, Ihre einzige Quelle intellektueller Stimulation zu sein, wirklich sehr ernst. Jetzt aber einige Melodien, die dem sofortigen Vergessen anheimfallen werden. So, das haben wir mehr als genug. Hausmeister. Ja, ist schon. So. Teil verfügbare Teil. Tänzerarzt. Heißt er nochmal mit der Intelligenz. Zu. Ach, Leitende Hausmeisterin. Dürfte ich das erraten. Ah ja, da habe ich recht viel Platz. Ich habe das noch klein mitgekriegt. Aber das macht nichts. So. Na komm, schließt eure Scheiße ab. Scheißrauf behandeln. Ja, die Clowns nehmen wir an. Ich bin überglücklich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass ich an der örtlichen Universität eine Vorlesung zum Thema Überheblichkeit halten werde. Insbesondere darüber, wie man es richtig macht.
Vielleicht kann ich damit einen bescheidenen Beitrag zum alarmierenden Verfall des Bildungsstandards unserer Gemeinde leisten. Clowns treffen im Krankenhaus ein. Kannst du auf den Rolben gehen? Oh. Wahrscheinlich nochmal. Oh. Ah ja. Oh, so eine scheiß Diagnose. Reinigung erforderlich. Toter Patient auf dem Flur. Warum erklären wir mal Theke mit an? Scheiß brauchen wir ja gar nicht mehr noch. Mal. Was ist das? Was will ich jetzt noch? Achso, ich will noch stehen zu kurz sein. So, einstellen. Quartier von Pelican Wharf. Unsere exklusiven Wohnungen verfügen über modernste Komfortoptionen des täglichen Lebens. Ein Megamax-Kino, eine Bowlingbahn, 8 Badezimmer, von denen 2 mit vergoldeten Toiletten ausgestattet sind. Und wenn Sie es auf echten Luxus abgesehen haben, werden Sie bei unseren Penthouses fündig. Pelican Wharf. Wir vertreiben die Normalverdiener vom Markt. Mehr Two-Point. Immer wieder. Das ist Radio Two-Point.
Jetzt müssen wir jetzt mal ein bisschen beschleunigen, den Scheiß. Die Leute dann schneller sind. Weiterbildung noch auslaufen und dann rennen wieder auf normales Tempo und dann speichern wir. Und dann machen wir mal im nächsten Video mit dem nächsten weiter. Und wieder ein neuer Tag in Two Point County, an dem Studenten der Mitten-Universität für angewandte Medizin auf lebende, atmende Patienten losgelassen werden, um ihr Wissen in der Praxis zu testen. All diese angehenden Ärzte möchte ich hiermit daran erinnern, dass das Wiederankleben bei Köpfen versehentlich enthaupteter Patienten-Dummies zwar sehr gut funktioniert, im wirklichen Leben aber gewisse Probleme mit sich bringt. In Tumble verirrt man sich fast so leicht, wie man plötzlich auf dem Boden liegt. Deswegen empfehlen die Behörden nur erfahrenen Kletter- und Wanderfreunden, diese wunderschöne Region von Two Point County aufzusuchen. Oder eben alternativ Menschen mit einer guten Versicherung. Und der Rest von uns muss sich mit Postkarten begnügen. Jetzt haben wir gesehen, was wir haben. Da, noch, da kommt dann irgendwas Industrie und das. Da Industrie, da haben wir eine Stadt. Eine Insel. Scheiße. Was wir jetzt neu haben, würde ich sagen, machen wir im nächsten Video weiter. Universität oder Anhalter kaputt.